Hallo zusammen und willkommen. Das Lächeln eines Menschen gibt zahlreiche Hinweise auf dessen gesundheitliche Verfassung. So wird der Zusammenhang zwischen einer schlechten Mundhygiene und damit verbundenen negativen Auswirkungen auf den gesamten Körper schon lange in der Medizin untersucht. Heute widmen wir uns einmal dem Thema hinsichtlich eines bestimmten Aspektes und gehen der Frage nach, inwieweit bestimmte Erkrankungen des Zahnfleisches einen schädlichen Einfluss auf den Blutdruck eines Menschen haben können. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klicke auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Statistisch gesehen haben Menschen, die mit einer Parodontitis zu kämpfen haben, ein höheres Risiko dafür, einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall zu bekommen. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass Menschen, die an jener bakteriellen Zahnfleischentzündung leiden, im Mittel auch einen höheren Blutdruck aufweisen als Personen, deren Mundraum vollkommen gesund ist. Dabei muss aber beachtet werden, dass mit einem erhöhten Blutdruck auch zahlreiche Folgeerkrankungen einhergehen können. Neben den soeben erwähnten gesundheitlichen Folgen können aufgrund einer Hypertonie, so der medizinische Fachbegriff für Bluthochdruck, auch zahlreiche Organe wie etwa die Nieren dauerhafte Schäden davontragen. Auch Diabetes kann durch eine Parodontitis hervorgerufen werden. Wer regelmäßig den Zahnarzt besucht, kann das Risiko für Herzerkrankungen und Schlaganfälle deshalb auch dauerhaft mindern. Sofern eine Parodontitis erfolgreich behandelt wurde, pendelt sich auch der Blutdruck des Patienten in der Regel wieder auf ein normales Niveau ein. Wenn ein Patient an einer Parodontitis erkrankt, entzündet sich dessen Mundraum so sehr, dass sein Zahnbett erhebliche Schäden davonträgt. Das Zahnbett ist indes dafür verantwortlich, dass die Zähne eines Menschen fest in dessen Gebiss verwurzelt sind. Sofern diese Form der Zahnfleischentzündung nicht behandelt wird, kann sie bei der betroffenen Person deshalb auch zum Zahnausfall führen. Verantwortlich für die Parodontitis sind dabei vor allem bakterielle Belege auf den Zähnen infolge einer mangelnden Mundhygiene. Eben jene Bakterien, welche sich hierbei auf den Zähnen befinden, stehen auch im Verdacht, mitunter für den Bluthochdruck eines Menschen mitverantwortlich zu sein. Demnach befallen die Kleinstorganismen den gesamten Körper und verteilen sich unter anderem auch in den Blutgefäßen. Die Folge ist, dass die Bakterien Entzündungsprozesse in den Blutbahnen bewirken, welche dann die Gefäße brüchig und starr machen und diese schlussendlich sogar versteifen lassen können. Sollte dies der Fall sein, so steigt das Risiko des Betroffenen für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall rapide an. Um einmal genauer zu untersuchen, inwieweit sich der Blutdruck infolge einer erfolgreich behandelten Parodontitis wieder senkt, führten Wissenschaftler aus Deutschland eine Studie mit 100 Patienten durch, die allesamt an der Zahnfleischentzündung erkrankt waren. Der Zeitraum der Studie erstreckte sich über ein ganzes Jahr. Am Ende zeigte das Ergebnis der wissenschaftlichen Untersuchung, dass die Blutgefäße jener Menschen, die erfolgreich behandelt wurden, wieder elastischer wurden und ihr Blutdruck sank. Somit minderte sich bei diesen Leuten auch das Risiko für einen Herzinfarkt signifikant. Auch ein Team von Forschern aus den Vereinigten Staaten wollte den Zusammenhang von Zahnerkrankung und einem erhöhten Blutdruck untersuchen. Daher untersuchten die Wissenschaftler aus Übersee insgesamt 36.000 Frauen, die alle die Wechseljahre bereits durchlebt hatten. Die Studie gab dahingehend Aufschlüsse, dass die Teilnehmerinnen mit höherer Wahrscheinlichkeit am Blutdruck litten, wenn sie im Zeitraum der Untersuchung mit Zahnausfall zu kämpfen hatten. Signifikant ließ sich diese Korrelation besonders in der Gruppe der unter 60-Jährigen beobachten. Die Wissenschaftler nehmen an, dass dieser Umstand auch dem geänderten Essverhalten geschuldet ist, denn dieses geht nicht selten mit Zahnverlust eines Menschen einher. Dass eine mangelnde Zahnpflege im Allgemeinen einen negativen Einfluss auf den Blutdruck von den Betroffenen hatte, wollten die Amerikaner indes nicht zweifelsfrei verkünden. Fest stand für sie jedoch, dass das Ausfallen der Zähne, egal aus welchem Grund, in engem Zusammenhang mit dem Bluthochdruck stand. Eine sichere Tatsache ist jedoch auch, dass ein Zahnverlust von Krankheiten wie einer Parodontitis stark begünstigt wird. Deshalb sollten Patienten, die mit zu hohem Blutdruck kämpfen, auch stets auf eine gründliche Mundhygiene achten und natürlich ihren Zahnarzt zwecks regelmäßiger Kontrollbesuche konsultieren. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.